Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play namens Siberia 3. Ja, und ich hoffe, es gibt jetzt keine lizenzrechtlichen Probleme, da ich die Musik nämlich extra ausgeschaltet habe, komplett, sie aber anscheinend verbuggt ist, weil sie ist trotzdem in voller Lautstärke drin. Was natürlich ziemlich nervig ist. Auch von den eingestellten 2560 an Grafik kann ich nicht wirklich viel sehen bisher. Vor 3 Monaten fanden Nomaden sie sterbend in Nordsibirien. Walker, Kate Walker, geboren in New York, in den USA. Sie hatte einen amerikanischen Pass bei sich. Sie ist letzte Woche in der Klinik aufgetaucht. Sie erholt sich jetzt. Es geht ihr gut. Sind Sie sicher, Olga Jefimova? Sie müssen sie dort festhalten, bis wir da sind. Ich tue, was nötig ist. Verlassen Sie sich auf mich, Oberst. Mein Kopf. Hallo, Kate Walker. Hallo? Mein Name ist Kirk, Kate Walker. Kirk vom Stamm der Yukol. Erinnerst du dich an die Yukol? Wo sind wir? Ich erinnere mich nur bruchstückhaft. Da war ein schrecklicher Blizzard mit Eis und Schnee. Und dann nichts mehr. Wir sind in der Klinik von Dr. Samyatin, in der Stadt Valsembor. Wie bin ich hierher gekommen? Wir Yukol ziehen mit unseren Schneestraußen zu den Heiligen Landen. Es ist eine lange Reise. Und eine sehr bedeutsame Reise. Vor 1 Monat fanden wir dich dort oben im Norden sterbend am Ufer eines Flusses. Wir nahmen dich auf und unsere Schamanin kümmerte sich um dich. Danach setzten wir unsere Reise fort. Und heute sind wir beide hier, um endgültig zu genesen. Du hast ein Bein verloren. Es war ein Unfall. Manche Leute halten eben nicht viel von Nomaden wie uns. Aber mach dir keine Sorgen um mich. Dr. Samyatin hat einen Handwerksmeister in Valsembor gebeten, mir ein neues Bein zu machen. Und sobald es fertig ist, passt er es mir an. Das wird wieder wie neu. Warum bist du an diesem Bett festgebunden? Das hat Madame Olga, Dr. Samyatins Assistentin, so bestimmt. Sie sagt, ich bin zu ruhelos und nur auf diese Art ist sichergestellt, dass ich wieder gesund werde. Anscheinend dauert es sehr lange, mein künstliches Bein anzufertigen.
Und in der Zwischenzeit ist mein Volk führerlos. Sie warten mit der Herde auf mich, damit wir unsere Reise fortsetzen können. Die Yukol, die ich kenne, sprechen meine Sprache nicht so gut wie du. Ich bin beeindruckt. Manchmal kamen Missionare und Händler durch unser Dorf. Sie haben mich unterrichtet. Ich lerne sehr schnell, Kate Walker. Das ist wichtig, wenn ich mein Volk führen soll. Ich will nicht unhöflich sein, Kirk, aber bist du nicht etwas jung dafür? Die Geister achten nicht auf das Alter, wenn sie einen Häuptling für die Yukol auswählen. Und die Geister sind sehr weise. Sie machen keine Fehler, wenn sie denjenigen erwählen, der unser Volk auf die heilige Reise führen soll. Warum unternehmen die Yukol diese Reise? Mein Volk lebt in Symbiose mit den großen Schneestraußen, Kate Walker. Ihre Wolle schützt uns vor der Kälte, ihre Ausscheidungen düngen unsere Felder und ihr Fleisch ernährt uns. Sie sind auch unsere Reit- und Lasttiere. Also müssen wir ihnen überall hin folgen. Sie ziehen wegen des Wetters weiter? Nein, Kate Walker. Sie begeben sich zur Fortpflanzung in die heiligen Lande. Dieses Ereignis findet nur ein paar Mal in einem Jahrhundert statt. Nur wenige Yukol können sich rühmen, in ihrem Leben mehr als drei dieser Züge mitgemacht zu haben. Wenn ich fragen darf, dein Bein, wie genau ist das passiert? Soldaten haben die Route bombardiert, auf der sich unsere Karawane bewegte. Völlig grundlos, nur um uns zu erschrecken und uns zur Umkehr zu zwingen. Ich war etwas zu nahe an der Explosion. Ein Felsstück. Das war's. Du meinst, die Regierung hat das mit Absicht gemacht? Aber warum? Sie denken, dass der Zug der Schneestraußen nicht in die heutige Welt passt. Und dass mein Stamm ein für alle Mal sesshaft werden sollte. Aber das werden wir nie tun, Kate Walker. Das würde bedeuten, die Geister zu missachten. Und die Yukol fürchten die Geister weit mehr als die Soldaten. Also Kirk, ich freue mich sehr, dich kennengelernt zu haben. Ich denke, jetzt muss ich dem Personal Bescheid geben, dass ich wach bin. Ich fühle mich gut und habe nicht vor, noch länger hier zu bleiben. Natürlich, Kate Walker. Ich bin sicher, es ist jemand im Hof. Vielleicht sogar Madame Olga. Ja, ich hoffe es nicht, weil diese Madame Olga scheint ja die Böse im ganzen Spiel jetzt zu sein. Also wir können uns bewegen. Was stand da gerade? Damit Kate was? Hier ist irgendwas zu essen. Nee, da können wir mit ihm widersprechen. Ich wollte eigentlich mir die Suppe anschauen, aber anscheinend können wir damit nichts machen. So wie es aussieht. Die Tür können wir bewegen, aber wir schauen uns trotzdem erstmal um. Also jetzt muss ich sagen, bin ich doch schon mal von der Optik ein bisschen sehr begeistert. Also ich habe ja gelesen, das soll das erste Adventure, also quasi Point-and-Click-Adventure sein, was komplett in 3D ist. Oha, hier draußen sieht's kalt aus. hier kommen wir anscheinend nicht weiter. Die eingestellte Grafik am Anfang kommt jetzt auch endlich durch. Also ich fand es seltsam, dass das Video so komisch war, so schlecht gerendert, auch von der Grafik her und alles. Aber die Spielegrafik, die scheint ja richtig gut zu sein. Vor allen Dingen für ein Adventure ist es richtig geil, finde ich. Aber wir scheinen hier in so eine Art, ja, Krankenhaus, Irrenhaus zu sein. Keine Ahnung, alles ist zugemauert, überall sind Stäbe davor. Das lässt auf jeden Fall nichts Gutes erahnen. Das erinnert mich irgendwie doch sehr an, nicht Harveys neue Augen, Edna bricht aus. Kann man da noch irgendwas machen? Nee. Was? Hallo, ist jemand da? Ich glaube nicht, dass dich jemand hört, Kate Walker. Versuch es mit der Ruftaste neben der Tür. Okay, jetzt können wir sie benutzen. Nichts. Sie funktioniert nicht, Kirk. Neulich habe ich gesehen, wie das Personal sie benutzt hat. Sieh dir den Mechanismus an, Kate Walker. Vielleicht kannst du ihn wieder in Gang setzen. Den Mechanismus? Fest verschraubt. Hm.
Achso, dass es wieder zurückgehen? Fest verschraubt. Ja, das habe ich schon verstanden, aber wir haben ja anscheinend kein Inventar, beziehungsweise nichts im Inventar. Du solltest in den Hof gehen, Kate Walker. Diese Tür führt direkt dorthin. Ja, ja, schön wär's, ne? Wir müssen hier erstmal wahrscheinlich irgendwas finden, womit wir das aufschrauben können. Das Problem ist nur, hier scheint nichts zu sein. Gerade das Spiel gestartet und schon stehen wir vor einer unlösbaren Herausforderung. Ich schau mal hier, ob wir hier irgendwie, da können wir auch nichts nehmen. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht dadurch, dass es jetzt fest verschraubt ist, dass wir jetzt hier noch irgendwas nehmen können. Kann man hier durch? Nee. Da kann man vermutlich auch nichts nehmen. Ne? Da, ja, da steht man hier nur. Moment, was... Das Lager angucken? Von Kirks Stamm, schätze ich. Okay. Was macht denn die Eule da? Ja, hallo, liebe Eule. Was macht denn die Eule da? Kannst du nicht zu uns kommen? Die überwacht uns wahrscheinlich. Ich hoffe mal, das ist eine liebe Eule. Ja, dann gehen wir erstmal wieder rein, sofern wir das können. Aber hier können wir auch nichts vom Tisch nehmen. Da ist ja nur... Kann man denn hier auch nichts aufmachen oder so? Fest verschraubt. Ja, dann schraub sie doch los. Moment, da? Ah. Diese Zeichnung zeigt, wie man die Ruftaste aktiviert. Aber ich kann nichts tun, wenn ich nicht an den internen Mechanismus rankomme. Durchsuch das Zimmer. Ich bin sicher, du findest etwas, mit dem du ihn öffnen kannst. Nö. Das habe ich ja gerade schon. Vielen Dank für den... Oh, Moment. Für den Hinweis. Hallo? Du sollst kein Schraubenzieher bei den Medikamenten. Schade. Das ist ehrlich gesagt ziemlich beruhigend. Naja, in dem Fall jetzt nicht, weil wir brauchen ihn ja, ne? Ist da vielleicht einer in der Suppe? Nein, aber wir können ein Messer nehmen. Das sollte klappen. Versuch jetzt die Ruftaste zu reparieren. Okay, können wir nicht die Suppe wenigstens vorher noch essen, weil die sieht so ein bisschen mager aus. So, kann ich? Ah, benutzen? Andenken an Oscar. Wer ist Oscar? Ah gut, wir können scrollen, okay. Doppelklick. Muss ich das jetzt dahin führen, oder... Ich will das hiermit benutzen. Dieses Messer wäre ein perfekter Schraubenzieher oder Hebel. Ja, dieses Messer wäre ein perfekter Schraubenzieher oder Hebel. Bist du dumm? Du sollst es damit benutzen. Du sollst es dir nicht angucken? Wie kann ich das denn benutzen? Drei beobachten. I's Inventar. J. Ach so. Na toll. Okay, im Kreis drehen geht nicht. Rechte Maustaste geht... Nee, mit der rechten komme ich wieder raus. Also ihr seht, ich habe es noch nicht gespielt. So, Messer benutzen habe ich verstanden. Das Problem ist nur... Ich muss erst auf benutzen. Ah, okay. Okay, drehen. Doch, jetzt funktioniert es ein bisschen. Ah, man kann es auch schneller drehen. Okay. Gut. Mal Effekt. Sehen, ob ich den Mechanismus reparieren kann. Wenn du nicht sicher bist, könnte die Zeichnung von vorhin vielleicht weiterhelfen. Naja, ich muss nur ein Kabel reinstecken, oder? Wie schwer wird das schon sein? Wenn ich jetzt meine Maus wieder bewegen könnte jetzt. Kann ich das... Ich kann es ranziehen. Okay, so langsam... Ja, okay, es... Nee, es funktioniert doch. Okay. So, kann man das auch wieder zumachen? Hallo? Also, das rechte Kabel kommt nach oben, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Das war aber doch das rote, oder?
Ja, dann haben die... Warum haben die das denn da falsch gezogen? Was soll das denn? Jetzt kann ich das aber nicht mehr rausmachen. Doch. Ich kann es mir vorher angucken. Ja, ist ein bisschen umständlich gemacht, muss ich sagen. Ja, ich möchte gerne damit arbeiten. Ich möchte das gerne rausziehen, aber ich kann es nicht rausziehen. Ich kann ja auch nichts anklicken. Tja, jetzt habe ich es einmal falsch gemacht und jetzt komme ich nie mehr raus. Moment. Die kann man noch hochziehen? Oder ganz reinmachen. Tja. Jetzt kann ich sie weder reinmachen noch sonst was. Wenn ich jetzt rausgehe, macht die das dann zu? Weil das ist ja jetzt nicht richtig. Aber ich kann es jetzt auch nicht ändern. Das ist halt jetzt das Problem. Weil ich das Kabel jetzt einmal falsch reingesteckt habe. Das rote muss angeblich nach oben. Obwohl, es ist ja grün. Das ist etwas, was ich nicht verstehe. Damit gehe ich wieder rein. Und damit gucke ich dann an der Seite. Wenn ich jetzt ganz rausgehe... Hilfe, dann bewegen sich die Kabel. Okay. Ja, es soll wahrscheinlich bedeuten, dass die falsch herum sind. Aber ich kann ja auch nichts ändern. Das ist das Problem. Also E ist auch benutzen, sehe ich gerade. Nur ich kann halt nichts machen. Ich kann es jetzt... Ah! Mein Gott, ist das schwer. Die ganze Zeit nimmt das nicht an. Endlich. Gut, jetzt muss ich nur noch einen Aufseher finden. Gut gemacht, Kate Walker. Ich ruhe mich etwas aus. Kommen Sie doch nochmal vorbei, um sich zu verabschieden, wenn Sie gehen. Eieiei. Ja, immerhin haben wir jetzt schon mal einen Erfolg freigeschaltet. Ich würde sogar sagen, dass wir jetzt hier, jetzt habe ich es gar nicht gelesen, Mist, dass wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen. Ist jetzt blöd, dass es so lange gedauert hat, bis ich da die Tür geöffnet habe. Ich glaube, ich sollte es nochmal überdenken, Thief zu spielen, wenn die Mechanik da auch so kompliziert ist. Ja, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut und die Erkundung der restlichen, ja, Irrenanstalt oder was das hier sein soll, die werden wir dann in der nächsten Folge machen. Bis dann. Ciao.